Hallo Simracer. Ich zeige euch heute kurz, wie ihr Libraries in Awesome Simracing hochladet, sie mit uns teilt, wie ihr den Client runterladet auf eurem PC und wie ihr selber in der Lage seid, die Libraries anderer Fahrer zu sehen. Viel Spaß mit dem Video. Als allererstes öffnen wir im Browser Awesome Simracing. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Gehen dann oben rechts auf Login, Create a New Account. Und gehen dann auf Login und registrieren. Dort möchte er, dass ihr euren Discord-Account mit dem Awesome Simracing-Account verknüpft. Das tun wir hier und wenn das getan ist, landen wir automatisch auf der Seite My Communities. Hier seht ihr bereits, dass ich zwei Communities folge. Dazu kommen wir später. Was wir jetzt wollen, ist eine Library erstellen. Dazu gehen wir rechts in den Reiter auf My Libraries. Auf der Seite angekommen, seht ihr, dass bereits eine Library von mir erstellt wurde. So sollte das dann am Ende bei euch auch aussehen. Wir gehen aber dazu jetzt rechts auf das Feld Add Custom ACC Library. Hier führt ihr uns auf diese Seite. Als allererstes seht ihr oben Titel. Dort geben wir einen x-beliebigen Namen ein, der für alle anderen sichtbar sein soll, die diese Library sehen. In meinem Fall NNR für Next Neon Racing Alpine GT4. Wählen dann dort das Fahrzeug aus. In meinem Fall auch wieder ein Alpine. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der ein bisschen tricky ist. Dazu blende ich euch mal zwei Fenster auf meinem Bildschirm ein. Von hier aus geht ihr auf Dokumente, Assetto Corsa Competizione, Customs und dann Libraries. In Libraries sucht ihr euch dann den Ordner, in dem eure Library zu finden ist, die ihr hochladen wollt. Und macht mal einen langsamen Doppelklick darauf, sodass ihr in das Bearbeiten-Feld kommt, also in das Umbenennen-Feld. Dort kopiert ihr jetzt einfach den Namen des Ordners raus und fügt den bei Skinname ein. Das ist besonders wichtig, denn der Skinname muss dem Ordnernamen entsprechen, da das Programm sonst eure Library nicht finden kann. Als nächstes geht ihr in den Ordner, in dem eure Library zu finden ist und fügt diese per Drag-and-Drop einfach in die Decals.png-Datei, die ihr von euch will, in das Feld ein. Als nächstes will er die Decals 1DDS. Sollte die in eurem Ordner noch nicht vorhanden sein, startet bitte das Spiel, geht in eine x-beliebige Online-Lobby mit der Library auf dem Fahrzeug, welche ihr hochladen wollt. Und wenn es fertig geladen ist, könnt ihr das Spiel wieder verlassen und er hat automatisch die Decals 1DDS erstellt. Die nehmt ihr einfach auch wieder per Drag and Drop einfach in das Feld ziehen, die lädt er hoch. Und als allerletztes brauchen wir dann noch die JSON-Datei, damit das Programm auch weiß, hey, welchen Lacktyp habt ihr denn überhaupt auf dem Auto? Also ist es Chrom, Metallic, Satin, wie auch immer. Genau dasselbe Spiel machen wir dann nochmal bei den Sponsors-Dateien. Also die Sponsors-PNG dort hineinziehen, dasselbe mit der Sponsors-DDS und auch die JSON-Datei reinziehen. Keine Sorge, ihr könnt das gar nicht falsch machen, denn das Programm erkennt automatisch, wenn ihr eine falsche Datei in das Feld gezogen habt. Scrollt hier runter, könnt ihr sehen, dass hier jetzt ACC Custom Car Files steht. Diese Datei braucht ihr nicht hochladen, das ist wirklich nicht nötig. Jeder, der diese Datei besitzt, kann auch Unfug mit eurer Library anstellen. Um das zu vermeiden, benutzen wir auch das Programm. Letzten Endes habt ihr alles, was ihr braucht, hochgeladen und das könnt ihr getrost ignorieren. Als nächstes scrollt ihr hoch, geht auf Artist. Dort tragt ihr euch selber ein, wenn ihr selber der Artist seid. Oder halt, wenn es jemand anders war, dann halt nicht. Könnt ihr noch ein bisschen Werbung für euch machen oder einen Links eintragen. Dann Showcase. Hier könnt ihr einstellen, ob das angezeigt werden soll in eurem Profil oder nicht. Ich möchte, dass es angezeigt wird, also drücke ich auf Show. Wenn ihr jetzt noch Bilder hinzufügen wollt, drückt ihr auf Add Media. In eurem Fall werden wahrscheinlich noch keine Bilder von eurem Fahrzeug da drin sein. Ich habe jetzt schon welche hinzugefügt, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr das auch machen wollt, dann drückt einfach oben auf Datei auswählen oder zieht die Bilder eurer Fahrzeuge per Drag and Drop einfach wieder in dieses Feld. Achtet aber bitte darauf, dass die Bilder nicht größer als 3 MB sein dürfen. Deswegen empfehle ich euch, die Bilder zu konvertieren, wenn sie es noch nicht sind, von PNG in JPG Bilder. So wie ich es getan habe, denn die sind meist komprimiert und etwas kleiner. Den Konverter, wo ihr das machen könnt, packe ich euch auch mit unten in die Videobeschreibung. Ich wähle jetzt hier die Bilder aus, die zu meinem Fahrzeug entsprechend passen und drücke auf Insert Select.
Jetzt seht ihr, dass die Bilder dort angezeigt werden. Ihr könnt noch die Reihenfolge verändern, wenn ihr das wollt. Aber ansonsten seid ihr im Großen und Ganzen fertig. Ihr könnt dann nach unten scrollen und könnt noch einen kleinen Text zu eurer Livery hinzufügen, wenn ihr es möchtet. Falls nicht, scrollt ihr noch weiter runter und drückt auf Save. Ihr werdet automatisch auf die Livery Page geführt. Nun ist es wichtig, dass wir natürlich die Livery sehen wollen. Beziehungsweise wollen wir sie unserer LE Page hinzufügen für alle anderen. Dazu kopiert ihr dort oben den Link, öffnet Discord, geht auf Custom Liveries auf den Channel und fügt den Link einfach nur dort ein. Jetzt sind wir in der Lage, den Link zu kopieren und ihn unserer Sammlung der LE hinzuzufügen und öffentlich zu machen für alle anderen Fahrer innerhalb der Liga. Hin und wieder wird es vorkommen, dass ihr eine Livery ändert oder anpassen wollt. Das ist hier auch relativ einfach. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr geht auf My Account bei Awesome Sim Racing und landet dann auf dieser Page. Dort findet ihr eure Liveries und klickt auf die, die ihr ändern wollt. Oben im Reiter findet ihr den Button Edit und da geht ihr drauf. Hier wirft ihr euch dann in genau dieselbe Ansicht, die ihr schon beim Erstellen der Livery habt. Alles, was ihr hier tun müsst, ist, die alten Dateien, also die PNG und die Decals One, zu entfernen. Genauso wie die JSON, falls sich was am Lacktyp geändert hat. Und diese dann entsprechend zu ersetzen durch die neuen Dateien. Genauso wie ihr es schon beim Erstellen der Liveries gemacht habt. Dann drückt ihr auf Save und damit ist die Livery aktualisiert. Ihr müsst nichts weiter tun. Das nächste Mal, wenn wir Awesome Sim Racing als Desktop-Version öffnen, wird dieser automatisch synchronisiert und allen anderen Fahrern angezeigt. Kommen wir jetzt zu dem Part, wo ihr die Anwendung herunterladet und alles Mögliche synchronisiert. Als allererstes geht ihr bitte auf unseren Account bei Awesome Sim Racing, also den Account der Racing League eSport. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf der Page seid, scrollt ihr runter und findet dort den Button Follow. Bei mir steht da jetzt schon Unfollow, weil ich ja bereits folge. Bei euch steht da ein Follow. Da klickt ihr dann einfach drauf. Direkt daneben findet ihr einen Button Desktop Client. Steht da. Und da müsst ihr draufklicken. Dann führt ihr euch zu einer Seite, auf der steht Download the latest version. Das klickt ihr an und downloadet das Ganze. In eurem Download-Ordner findet ihr dann eine ZIP-Datei Awesome Sim Racing. Die entpackt ihr oder klickt drauf, kopiert den Ordner, der da drin ist, wo auch immer ihr hin wollt. Ich möchte es jetzt bei mir in Dokumente haben, füge es dort ein, klick auf den Ordner, geh da rein und führe die Anwendung aus. Jetzt meckert er kurz, aber ich traue der Anwendung, das könnt ihr auch, und führe diese aus. Und dann erscheint dieses Fenster. Hier will er eine API von euch haben. Die API findet ihr wieder auf der Homepage von Awesome Sim Racing. Dazu geht ihr einfach wieder auf My Account und findet direkt unter My Liveries My API Key. Dort geht ihr drauf und dort steht schon ganz groß und fett Key. Diesen kopiert ihr einfach raus, geht anschließend wieder in die Anwendung unter Settings, fügt mit Strong V den Key ein. Scrollt kurzerhand runter und drückt auf Save. Jetzt hat er euren Account erkannt, wie ihr sehen könnt. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist auf Synchronisieren und Sync Liveries. Das kann bei euch im Moment dauern, da er wahrscheinlich noch gar keine Liveries synchronisiert hat. Jetzt scrollt ihr nach unten und seht schon die ein oder andere Livery von euch oder vielleicht auch von anderen. Sollten jetzt immer noch Unklarheiten bestehen, dann zögert nicht einen der Admins oder Manager auf dem LE-Server anzuschreiben. Die versuchen euch zu helfen. Wenn die es nicht können, dann werden die an mich weitergeleitet. Dann versuche ich euch zu helfen. Ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da oder einen Kommentar, wenn ich auch nicht wild. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ciao.